Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Wegen der Abhängigkeit Deutschlands von den Exportmärkten muss die Bundesregierung jetzt schnellstens vorsorgen für den Zeitpunkt, wenn erst Europas Wirtschaft und dann die Weltwirtschaft wieder richtig an Fahrt aufnehmen können. Wir brauchen da jetzt strukturelle Reformen für bessere Rahmenbedingungen. Denn nur damit können die Familienunternehmen im internationalen Wettbewerb langfristig überhaupt weiter mithalten. Mein Name ist Reinhold von Eben-Worli. Ich bin Präsident des Verbandes Die Familienunternehmer und leite im Hauptamt in fünfter Generation unser Worli Familienunternehmen. Also ich bin Mitte März aus dem Urlaub aus der Schweiz zurückgekommen und dann erstmal in Quarantäne gegangen, 14 Tage, weil das so erbeten wurde. Und danach habe ich ganz normal meinen Arbeitsalltag wieder aufgenommen. Ich bin aber nicht mehr gereist, sondern ich bin jeden Tag ins Büro gegangen und jeden Abend nach Hause gefahren. Was anderes blieb einem damals ja auch kaum anderes übrig. Und habe dann hier gearbeitet und mit meinen Mitarbeitern gesprochen. Dabei haben wir dann organisiert, dass ein Drittel meiner Mitarbeiter über Heimarbeitsplätze arbeiten konnte. Natürlich die produktiven Leute mussten in die Firma kommen und mit denen habe ich dann auch häufiger auf Abstand natürlich und auch mit Mundschutz zum großen Teil gesprochen, sodass das Leben einfach weiterging, aber sehr viel ruhiger als vorher. Schwingt die Sorge mit, dass die Mitarbeiter auch die notwendige Sorgfalt walten lassen, um sich gegen die Pandemie oder die Krankheit zu schützen, dass sie eben immer wieder aufpassen. Wir haben, dass sie sich an die Abstands- und auch Hygieneregeln halten. Wir haben in allen Werken einen Pandemiestab gegründet, in dem fachkundige Leute, die auch krisenerfahren sind, dann unseren Mitarbeitern Hinweise gegeben haben, wie sie sich zu verhalten haben und auch dann zum richtigen Zeitpunkt entschieden haben, dass sie die Heimarbeitsplätze verlassen und wieder an ihren Firmenarbeitsplatz zurückkehren. Also wir waren da doch in ziemlich enger Abstimmung auch mit den Betriebsräten und den Mitarbeitern bei uns im Unternehmen. Das Problem ist, viele Mitarbeiter mit Kindern stecken in einem ziemlichen Dilemma, weil weder in Schulen noch in Kitas eine berechenbare Betreuung bisher funktioniert hat. Das soll sich ja jetzt nach den Ferien ändern. Derzeit wird das Betreuungsvakuum zulasten der Unternehmen gelöst, weil dadurch viele Mitarbeiter einfach von der Arbeit abwesend sind und zu Hause die Kinder betreuen müssen. Die Umfrage unter unseren Mitgliedern ergab, dass 58% der Unternehmen noch immer die eingeschränkten Öffnungen von Schulen und Kindergärten abfedern. Jedes zweite Unternehmen von denen erfährt dadurch Beeinträchtigungen in ihren Betriebsabläufen. Ich hoffe sehr, dass die Landesregierungen, die ja verantwortlich sind, aber auch der Bund die Ferienzeit genutzt haben, um maximal kreativ gearbeitet haben, damit auf vielfältiger Weise auch unter den Corona-Auflagen so bald wie möglich eine bestmögliche Rückkehr zu 100% Betreuung in den Schulen möglich wird und dann die Arbeit auch für unsere Mitarbeiter und natürlich auch für die Kinder wieder planbar ist. Wir wünschen, dass jetzt die Schulen und Kitas wieder ihrer Erziehungspflicht nachkommen und die Eltern von der häuslichen Versorgung während der Betreuungszeiten in Schulen und Kitas entlasten. Des Weiteren würden wir uns natürlich wünschen, dass wir Steuerentlastungen bekommen, damit wir die Konjunktur wieder wirklich anschieben können. Und das Geld, was wir verdienen, das stecken wir ja in der Regel alle wieder in unsere Firmen und sorgen dafür, dass der Industriestandort Deutschland stark bleibt. Und wir müssen natürlich auch unser Energiesystem umbauen. Das steht uns ja auch noch bevor. Wir alle haben uns zu den Einhaltungen der Klimaziele 2015 bekannt. Und auch da sind großartige Herausforderungen vor uns, die alle finanziert werden müssen. Deshalb brauchen wir Entlastung finanzieller Art, sowohl bei der Energie als auch bei den Steuern.